Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Vampire the Masquerade Bloodlines. Mal gerade gucken, was der Prinz jetzt noch so zu sagen hat. Ja, noch nicht, aber ich meine mal, den Sarkophag zurückzubekommen hat eine Menge Geld verschlungen. I can't have my protege looking plebeian, can I? You'll find I can be very generous towards those who serve me well. Mhm, dankeschön. Ich hätte noch eine Frage. Which is? Was wissen Sie denn über die Kuei-Jin? Traditionally, the Kuei-Jin have stayed in Asian territory and the kindred Europe and later North America. But recently, they invaded the West Coast, killing off a substantial number of Anarchs. They lack the organization of the Camarilla and think nothing of breaking the masquerade. Though we share similar traits, there is no fraternity between us. We embrace. They rise from the grave. They do not know the pleasure of blood. They are without clan. And oh yes, they believe our kind to be inferior. They are as much of a threat as the wolves. Wölfe? Werewolves. I can still recall a time when cities were surrounded by miles of forests full of the beasts. But progress has taken care of that problem. Mhm. Aber noch eine weitere Frage. Witches? Was glauben Sie denn ist im Sarkophag? If you didn't take the time to ask, perhaps we'd know by now. As I mentioned before, my concern is that it pertains something supernatural. Beckett has waived this theory altogether. The city is alight with dread. Perhaps it's an antediluvian. Ein Vorsintflutlicher? A joke. The antediluvians are the mythical progenitors of each of the clans for whom they trace their bloodlines. And according to mythology, descendants of Cain, the legendary first vampire. Cain? As in the biblical Cain and Abel? Before you put too much stock in it, realize that the church and all of its mythos are blends of kindred and mortal meddling. Whips to regulate weak minds. This is all Beckett's field of expertise. If you want a lesson, merely ask him. Gut, ich hätte noch eine weitere Frage. Nein, habe ich nicht. Gut, mit Beckett haben wir auch schon geredet. Das heißt, wir machen uns jetzt mal auf den Weg und fahren zum Kloster. Obwohl, nee, erst geben wir bei Pischer noch das Buch ab, das wir im Haus der Giovannis gefunden haben. Mal gespannt, was wir dann dafür als Belohnung kriegen. Das ist ja zum Glück auch hier direkt um die Ecke. Und unsere Blutvorräte könnten wir vielleicht auch mal wieder auffrischen. Ich überlege gerade. Ja, ich glaube, ich werde mich erst noch mal eine Runde ausrüsten hier. Können auch noch mal bei Mercurio vorbeischauen, ob der noch was hat. Neue Schusswaffe oder so. Oh! Eine Visitenkarte. Wo kommt die denn her? Die lag aber vorher noch nicht da, oder? Haunted LA. Okay, ja, das ist hier von dem Simon. Den haben wir ja auch mittlerweile erledigt. Dann einmal nach unten, bitte. Hallo, meine Hübsche. Yes. Hier, ich habe das Buch, das du gesucht hast. The Voce del Morte. The Giovanni never willingly share their secrets, and I've had little success infiltrating their stronghold. How did you obtain this? Tja, sie waren ein bisschen abgelenkt, also bin ich unter ihrem Radar hindurchgeschlüpft. It will take some time to translate and unlock the secrets of this. I will have to move on from the city to evade any Giovanni seeking it. Take this. This will complete the terms we agreed to, and I think it is adequate compensation. It is the key of Alamut. It instills dread in those that would harm you and makes it harder for them to strike you. Cool, danke. Ich hätte aber noch ein paar andere Fragen. Yes.
Was die Gegenstände betrifft. Yes. Ach, das haben wir schon. Okay, das hätten wir dann soweit. Dann schauen wir uns doch mal den Schlüssel an, wenn ich ihn jetzt finde. Worte, Blutstern. Da. Die Stäbe wurden jahrhundertelang vom Clan der Asamiten verwendet. Es gibt nur noch wenige. Der Schlüssel von Alamut macht seinen Besitzer außerordentlich zäh. Ihre Absorptionsrate steigt um 1. Okay. Ach, wir können nochmal. Na, wir haben im Moment noch nicht genug zum Aufleveln. Aber sonst sieht es eigentlich gut aus. Ja, das mit dem Absorption hat er sich jetzt überall hier hochgelevelt. Das finde ich ganz schön. Vielleicht sollte ich jetzt bei Gelegenheit auch mal hier mal ein bisschen auf Schlagschaden gehen. Oder auf Intelligenz. Ich glaube, ich wollte Intelligenz erstmal noch weitermachen. Fernkampf könnten wir auch mal noch hoch. Ist doch noch ein bisschen was zu tun hier. Aber gut, jetzt geht's erstmal wieder nach draußen. Einen kurzen Abstecher zu Mercurio machen, nach Santa Monica. Und dann können wir von da aus ja auch zum Dings fahren. Ach stimmt, das Ding geht nach unten auf, deswegen hat es das letzte Mal auch nicht so funktioniert oder die ganze Zeit hin und her gemacht. Gut. Ja, dann schauen wir jetzt mal bei Mercurio vorbei. Where to? Einmal nach Santa Monica, bitte. Ha, liegt ja sogar auf dem Weg. Machen wir einen kurzen Abstecher, dann sollte das passen. Du gehst doch? Schade. Ich dachte, du gehst jetzt da mal pinkeln, dass wir unsere Dings wieder auffrischen können. Unsere Blutreserven. Wir können rein theoretisch können wir auch welche kaufen, aber bisher geht's ja auch noch so. Ah, der Penner. Ja, und ich glaube, unseren Kollegen hat's, weiß nicht warum, aber den hat's wohl jetzt irgendwie zerlegt. Unsere schöne Blutquelle. Okay, dann gehen wir mal rein, nicht, dass wir noch allzu nass werden. Nachher E-Mails können wir auch mal wieder abrufen, wo wir schon mal hier sind. Hier hat immer noch keiner sauber gemacht. You might like this. Now this is not your everyday ordinary pop gun. Only a few people ever get their hands on one of these. Take a look. Okay, ja, Schrotflinte, ich weiß. Desert Eagle. Langsam hat er hier die richtig schönen Sachen. Ork, Flammenwerfer. Ich glaube, ich nehme erstmal die Desert Eagle. Was hatten die im Vergleich zu der Colt? 45, auch 45. Ist ein bisschen besser und hat halt eine höhere Feuerrate. Na, notfalls kann ich ja je nach ach schon, das Inventar ist voll. Was verkaufen wir denn da? Hier kommen die normale Shotgun, können wir mal verkaufen. Die eigentlich mittlerweile auch. Ja, und das kann eigentlich auch weg, die Remington. Da haben wir ja jetzt unser Scharfschützengewehr für.
So, dann einmal die Desert Eagle. Munition kommt dann gleich noch. Ich glaube, die Stayer Org will ich mir auch noch holen. Okay, und dann halt bitte noch einmal entsprechend Munition. So, und hier nochmal. Dann ist unser Geld auch schon wieder weg, wie mir scheint. Nicht schlecht. Können wir dir noch, haben wir noch irgendwas aufgesammelt an Ramsch? Nö. Okay, dann will ich einfach nur mal noch testweise gucken. Erstmal vielen Dank. Hast du eigentlich... Okay, Fragen habe ich ja, glaube ich, schon, oder? Waffen... Only a lunatic would want that kind of ordinance. That's why they got him in Washington. Okay, ja. Ah, bisher ist der echt, also... Macht sich echt gut. Ich freue mich ja schon, die neuen Waffen auszuprobieren. Okay, dann jetzt noch die E-Mails. Ich glaube, dann kommen wir wahrscheinlich doch erst... Na, auch, doch, ich denke, in der Folge kommen wir noch zum Kloster. Oder machen wir erst nochmal eine Runde Nebenaufträge, wenn wir da noch welche haben. Moment, sieht's ja, glaube ich, eher mau aus, aber vielleicht haben wir noch ein paar E-Mails gekriegt. Ich glaube, dann mache ich vielleicht doch erst noch eine Runde Nebenaufträge. Nur eine ungelesene. Die nächsten bitte. Die Schlacht. Der Erfolg einer Schlacht wird am Einsatz des Feindes gemessen oder deines Feindes gemessen. Okay. War jetzt doch weniger, als ich erwartet hatte. Ah, hier ist noch was. Eine normale Armbanduhr. Ja, das mit dem Recherchewert haben wir eigentlich... Ah. Hätte ja sein können, dass sich da noch irgendwie was nachgefüllt hat an Blutkonserven. Okay, in unserem Briefkasten ist auch nichts. Bitte verlassen. Ups. Nifbet steht da dran. Ach ja, wir könnten ja mal hier, komm. Desert Eagle auspacken. Dass wir dann zumindest verfügbar hätten. Jetzt gucke ich mal gerade im Pornshop nochmal vorbei, ob die vielleicht eine neue Rüstung hätten. Leisten können wir uns wahrscheinlich eh nicht, aber... Ich weiß auch nicht, ob man da jetzt auch wirklich immer zu den bestimmten Verkäufern gehen muss, um neue Sachen zu kriegen, oder ob man die jetzt einfach bei allen kriegt. Hey Kollege. Thanks for coming back. What you need? Lange nicht gesehen. Here's what we got today. Nee, der hat doch nicht allzu viel. Na gut, das wäre für einen Nahkämpfer vielleicht ganz interessant. Wieso habe ich eigentlich hier zwei von denen? Ach so, Katana und Shiguto. Ich kann ja mal hier von den Nahkampfsachen ein bisschen was verkaufen. Was hatten das? 10, 5, 8. Breitschwert kann weg. So. Das kann auch weg. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was an Geld. Also wirklich nur ein bisschen was. Aber gut. Vielleicht, ich habe auch, fällt mir gerade ein, ich habe in Chinatown noch gar keinen Händler gefunden.
Kommt wahrscheinlich auch noch. Tja. Mache ich mich jetzt auf den Weg zum Kloster? Was sagt unser Logbuch? Ja, den Götzen haben wir ja schon. Ach, oder muss ich den auch noch abgeben? Stimmt, ich glaube, den konnten wir das letzte Mal noch nicht abgeben. Die mussten wir zusammen abgeben, die Sachen. Der Kelch des Hasses müsste ich auch mal noch gucken, wo ich den finde. Na, dann gehen wir doch wieder zu Pischer zurück. Entschuldigung jetzt für das etwas hin und her gelaufen, das Unnötige. Stimmt, ich erinnere mich, wir konnten das letzte Mal konnten wir das ja noch gar nicht abgeben. Yep. Dann nochmal zurück nach Downtown. Das geht jetzt auch wenigstens relativ fix. Wie gesagt, ich dachte, wir hätten das letzte Mal das Ding schon abgegeben, aber jetzt fällt mir ein, es konnten wir nicht. Wir mussten ja wirklich dann scheinbar beide zusammen abgeben. Aber hey, wir sind mittlerweile wieder gut ausgerüstet, was neue Waffen angeht. Ich hoffe mal, so machen sich echt bezahlt. War jetzt ja nicht billig. So, mit Steuerung ducken, nicht mit C. Yes. Was die Gegenstände betrifft. Ja. Ich hab das doch. Yes. Yes. Okay, scheinbar backt das irgendwie rum. Ich hab doch dieses Götzending hab oder ich hab's hier schon gegeben. Also irgendwie bin mir sicher, dass ich es eingesammelt habe. Scheinbar backt dann die Quest eine Runde rum. Oder habe ich nachher wahrscheinlich irgendeinen Spielstand geladen, wo ich es noch nicht eingesammelt habe? Naja, ich glaube, wir können es jetzt auch nicht mehr ändern. Von daher... Na, die Folge ist jetzt eh fast um. Dann fahre ich jetzt nochmal nach Santa Monica, nach Chinatown und schaue mich da noch eine Runde um. Dann machen wir das nachher später mit der Kathedrale. Vielleicht finde ich ja hier noch irgendwie einen Händler oder sowas, der uns dann neue Rüstung verkaufen kann. Quack, quack. Ja, wir können ja eigentlich rein theoretisch mal hier bei... Was ist denn mit dir los? Oh, look who it is! It badass of Chinatown! You want fortune, Red, Mr. Superhero? Maybe you interested in making some cash? Klar. Geld? Yes! Big, big dollar for easy job! All you have to do is make one person disappear, but... Not like magic show. You understand? Ich soll jemanden für dich töten? Why don't you say it a little louder, so people our next block can hear? Yeah, that's what I mean. Dann lass mal die Einzelheiten hören. You may not believe it, and I don't care, but I used to be number one hitman for Chinese Mafia. They call me Ji Wenja. Travel agent for Underworld, because I send so many people there. Before I retire, I carry out biggest mission of Korea. Kill visiting Chinese government official. Too big mission for one man, so I have friend Lu Fan assist me. We kill man,
but have to hide rewards so no one trace it to us. Lu Feng and I both have key for cash box, so both of us have to open it together many years after hit. But Lu a snake, he kill me once I open box. He say, I kill him, big liar. So we not speak anymore, but I need money. I want his key. Okay, ich soll also Lu Feng töten und ihm den Schlüssel abnehmen. That's right. I give you 10% of money you kill Lu. I sure Lu have key on him. You bring me key, I give you money. Everybody happy, except Lu. Unsere Menschlichkeit ist eh schon relativ... Na komm, wir nehmen mal an, wir müssen ja nicht machen den Auftrag. Na gut, dann werde ich wohl zu Lu gehen und den Schlüssel holen. Okay, wo kann ich Lu finden? Lu a big boo sponge. He spent all his time and money trying to perfect art of being drunk off his ass at Red Dragon Lounge. You probably smell him before you see him, like weasel he is. Ach ja, okay, ja, den haben wir schon mal getroffen, auf dem Klo. Gut, dann machen wir hier aber einen Folgenstopp. Und schauen uns dann doch noch ein bisschen hier um, bevor wir zum Kloster gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe ihr hattet Spaß und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao.